Hallo, liebe Freunde, ich hoffe, dass ihr gesund seid oder so schnell wie möglich wieder gesund werdet. Heute geht es also um die Harzer Bimmelbahn. Doch bevor ich beginne, möchte ich euch den Schaffner vorstellen. Er heißt Heinrich, genannt der Eiserne Heinrich, weil er im Frankreich-Feldzug 1871 das Eiserne Kreuz erhalten hat. Ach ja, heute bremst hier der Gustav wieder, der verflixte Bengel. Da ist hinten doch bestimmt wieder alles durcheinander geflogen. Halt, 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 meine Herrschaften, erst komme ich. Ohne mich läuft hier gar nichts. Ihr wartet schön auf meinen Befehl. So, alles aussteigen. Ja, nun mal ein bisschen hopp, ihr hattet's doch eben noch so eilig. Nun mal raus mit euch. Ja, so ist schön. Und ihr wartet noch. So, alles einsteigen. Die Herrschaften mit Kisten, Kasten und dicken Säcken steigen hinten ein. Onkel, warum sollen die denn hinten einsteigen? Ist doch klar, mein Junge, weil ich vorne sitze. Und wenn wir bremsen müssen, weil wieder eine Kuh auf den Gleisen steht oder ein Baum darauf gefallen ist, dann fliegen mir nicht die ganzen Klamotten um die Ohren. Na, Omachen, was hast du denn da in deiner Kiepe? Das geht dich gar nichts an, Lümmel. Na, 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 man wird doch wohl noch fragen dürfen. Warum denn gleich so biesterig? Weil es dich nichts angeht. Oh, bin ich froh, dass die Alte im Zug ist. Die will bestimmt zum Brocken. Dabei ist das Hexentreffen doch erst in der Walpurgisnacht. So, nun beeilt euch mal ein bisschen. Denn irgendwann müssen wir ja mal losfahren. Auch wenn es nicht so genau drauf ankommt. Aber wenn ich pfeife, dann geht's los. Ohne meine Pfeife läuft ja nämlich nichts. Und wenn der Lokführer dreimal tutet, dann müsst ihr euch hinsetzen. Wir fahren nämlich mit einem Ruck los, genau wie die Pferdepost. Bloß nicht so schnell. Soweit das kleine Vorspiel. Doch nun zu unserem Gedicht. Willi Rusteberg liest eigene Gedichte. Die Harzer Bimmelbahn. Gemächlich dampft der Zug heran und kreischt ganz plötzlich fürchterlich. Mit einem Ruck hält er nun an. Die Leute überschlagen sich. Einer schreit den Schaffner an. Der schiebt die Mütze ins Genick. Ihn bringt nichts aus der Ruh. Nur ein kleines Missgeschick, ruft er dem Fahrgast zu. Doch die, die schon im Gange stehen, um als Erste bei der Tür zu sein, die kann man jetzt schön fliegen sehen, wieder ins Abteil hinein, wo sie dann zu Boden gehen. Doch was da eben noch gezappelt, Mann und Weib auf einem Haufen, hat sich schon wieder aufgerappelt
und kann auch schon wieder laufen. Eine Bauersfrau aber ist im Bogen mit ihrem ganzen Schwergewicht auf ein dünnes Mönchlein geflogen. Der hat die Brust nun im Gesicht, sie passt wie angezogen. Mit der Nase steckt er tief im Tal, nur die Tonsur schaut oben raus. Er genießt das erst einmal, doch dann geht ihm die Puste aus. Ein Bäuerlein, schon alt und krumm, hatte im Korb ein Ferkel dabei. Das hoppelt jetzt im Zug herum und freut sich, dass es endlich frei. Der Bauer aber gar nicht dumm, hat sich sofort was ausgedacht und bietet nun die Mettwurst an, die er für sich hat mitgebracht, dem der Ferkel fangen kann. Das gibt es nicht an allen Tagen und ist doch ein Riesenspaß. Mit Belohnung Schweine jagen und das im Zug, wer glaubt denn das? Der Jagdinstinkt kommt jetzt zum Tragen, alles stürzt sich auf das Schwein, doch dieses lässt die Beine fliegen, springt wieder in den Korb hinein, worauf die Jäger gar nichts kriegen. Ja, in der guten alten Zeit, auf der Harzer Bimmelbahn, kam vom Zeitjoch man befreit, ruhig etwas später an. Doch zu Späßen stets bereit, ging es halt noch menschlich zu. Wenn auch manches nicht gelang, behielt doch jeder seine Ruh und war auch nicht so schrecklich bang. Wer nun aber etwas mehr über die im Vorspann erwähnte Walpurgisnacht auf dem Brocken hören und sehen möchte, der sollte bei YouTube Willi Rusteberg und dann Walpurgisnacht auf dem Brocken eingeben. Er wird erfahren und sehen, dass in dieser gespenstischen Nacht schier unglaubliche Dinge dort oben geschehen sind und vielleicht noch immer geschehen. Aber es ist nichts für Leute, die sich leicht gruseln.